armer Westi. Ja, armer Westi, der muss so ganz allein, ohne Frau und ohne alles sein. Keine menschliche Wärme, ohne Ansprache. Ja, ich bin doch da. Wieso du? Ich meine, jetzt ist er doch da. Ja, und ich und die Walli und die Dirndler. Okay, das ist doch ganz was anderes. Nein, ich muss mich ein bisschen um den armen Teufel kümmern. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist. Aber von mir verlangst du schon, dass ich allein bleibe. Gut, Walli. Ja, also Walpurga, ach was, Walli, sage ich jetzt. Nachdem die zwei Dirndl heiraten, war es für dich auch schon langsam Zeit, dass du immer Hilfe umschlagst. Allerweil kann ich mich auch nicht um dich kümmern. Du meinst, dass ich heiraten soll? Naja, das Schlechteste war es für dich nimmer. Du wirst ja schließlich nicht jünger. Du weißt, wie du in 5 Jahren ausschaust, womöglich kriegst du dann keinen mehr. Boah, das ist hart. Geh sei doch du statt. Was tust du überhaupt da herin, wenn Verwandte was besprechen? Hast denn du keine Arbeit? Sag einmal, weil ist der allerweil so neugierig? Ja, was, Tanti, der Peppi, der gehört da dazu, naja, weil. Dann bleibst halt da. Wo bin ich stehen geblieben? Achso, ja. Also, Walli, du heiratst und zwar bald. Ich kenne einen, der nimmt dich sofort. Aber, Tante, ich bin ja schon. Was gibt's? Mich, Frau Lehrerin. Mich gibt's. Ja, das sehe ich selber. Was soll das heißen? Die Walli hat mich und braucht keinen anderen. Die? Nein, ich hab da eher an den Herrn Muckenthaler gedacht. Der macht einen guten Eindruck, ist ein gestandenes Mannsbild. Und außerdem erinnert mich dem sein Manfred an meinen Hupsi. Nein, Tante. Also, ein Muckenthaler in der Familie. Das langt. Naja, aber einen Mann brauchen wir zum Heiraten und woher nehmen und nicht stehlen. Ist schon da. Und zwar schon seit Freitag. Da haben wir nämlich geheiratet. Ah, da habt ihr geheiratet. Was? Geheirat? Ja, Tante, der Peppi und ich, wir sind verheiratet und das wollen wir auch bleiben. So, jetzt ist es heraus, jetzt ist mir wohler. Dann habt ihr mir also die ganze Zeit was vorgemacht. Ja, meine Tante, ich hab halt so fürchterliche Angst gehabt und, naja, wegen dem Hupsi. Wie kommst du denn auf die Schnapsidee? Geh zu, ich bin doch kein Unmensch. Ja, da bin ich aber jetzt richtig froh, dass ich doch noch alles so gut hingekriegt hab und jetzt wieder alles in Ordnung ist. Na, Anna Mel, hol die Schnapsdrossel. Wie geht's dir denn? Onkel Westi, so redet man doch nicht mit einer Dame. Was? Der Westi ist dein Onkel? Ja, warum hast du mir denn das nicht gleich gesagt? Dann hätte ich die Walli ja direkt zu ihrer Verwandtschaft beglückwünscht. Da geht zu, weißt du, du Batzi, du Hinterkünftiger. Du weißt doch, dass ich so schüchtern bin. Und außerdem wollte ich dich nicht reizen. Siehst du das, Walli, ich hab dir doch häufig gesagt, du kannst dir zutrauen haben zu mir. Na, jetzt haben wir doch alles fest im Griff, Pussy. Und mit unseren Flitterwochen, gell, da fangen wir jetzt noch einmal ganz von vorn an. Ja.